Ja, hallo und herzlich willkommen nach der Mittagspause. Könnt ihr mich da hinten gut verstehen, wenn ich so spreche? Sehr gut, beruhigend. Genau. Willkommen zu meinem Vortrag, was ich in 2018 über SQL gelernt habe. Die erste Frage ist, wird euch der Vortrag was helfen? Das kann ich natürlich nicht direkt beantworten, sondern ihr müsst diese Fragen für euch beantworten. Ja, ihr wisst idealerweise schon ein bisschen was über SQL und möchtet aber noch mehr dazu lernen. Also, was ich nicht erklären werde heute, ist, was ein Select Statement ist oder was ein Join zwischen Tabellen ist, sondern ja, eben was anderes. Was ich zeigen werde, ist insbesondere natürlich von Perl aus verwendbar, aber hat jetzt oder ist nicht ausschließlich auf Perl ausgerichtet, sondern eigentlich überall, wo ihr eben SQL verwenden könnt. Genau, was möchte ich euch zeigen? Eben einmal SQL Window Functions, was die sind und wofür ich sie verwende. Und Common Table Expressions, abgekürzt CTEs. Ja, ein zweites Feature, was ich im letzten Jahr bei SQL entdeckt habe und was ich ungeheuer nützlich fand und es in meinem SQL verwende. Ja, mein Name ist Max Maischein. Ich arbeite bei der DZ Bank in Frankfurt. Die kennt ihr nicht. Das ist die Deutsche Zentralgenossenschaftsbank. Das ist die Zentralbank der Volksbank und Raiffeisenbanken. Und mein Jobtitel dort ist Data Scientist. Da mache ich also, obwohl es irgendwie ein moderner Titel ist und mit Hadoop und Machine Learning und sowas auch gern assoziiert wird, mache ich trotzdem auch ziemlich viel SQL. Das, was ich euch zeigen werde, funktioniert zumindest in der Theorie mit allen aktuellen Datenbankversionen, also mit Postgres funktionieren die Common Table Expressions. Seit weiß ich nicht wann und die Window Functions sind seit Postgres 11 dazugekommen. Das war etwas, was ich gefunden habe. Wenn es mit 10 auch schon funktioniert, super. Also ich habe die Informationen nicht wirklich runtergetestet, sondern ich glaube von der Wikipedia-Seite genommen. Also wenn es mit Postgres 10. Genau, also Postgres liebäugel ich zwar immer wieder mit, setze es aber persönlich nicht ein. Deswegen habe ich mich da auf Wikipedia verlassen. Also wenn es im Großen und Ganzen auch mit Postgres 10 schon funktioniert, freut es mich umso mehr. Genau. Mit SubIQ arbeite ich, deswegen funktionieren da die Sachen auch, die ich vorstelle, weil ich die kenne. Oracle mindestens eben 11G Version 2 unterstützt das und Sybase ISE, da habe ich keine Version finden können, was es unterstützt. SQL Server seit 2008 und SQLite, das ist das, was mich mit der Nase auf diese neuen Features draufgestoßen hat, unterstützt die Common Table Expressions seit der Version 3.8. Das ist spannend für diejenigen, die mit Android was machen, weil die 3.8 erst ab, ich glaube, Gingerbread oder so da ist im System. Und eben die Version 3.25, die ist gerade jetzt, also Mitte 2018, die Produktivversion rausgekommen, die unterstützt endlich die Window Functions. Und ja, MySQL 8 und MariaDB unterstützen es auch, sagen sie. Genau. Das Ganze vorstellen möchte ich im Rahmen ja einer kleinen Preissuchmaschine, die ich für mich privat laufen habe, sowas wie unser Sponsor Geizhals im großen Stil macht. Einfach ja ein Preisvergleich, nur dass ich es einfach ja für irgendwelche Produkte haben möchte, deren URLs ich kenne und ich brauche keinen großen Webscraper und
Datensammler oder irgendeine Möglichkeit, dass Händler ihre Daten hochladen könnten oder irgendwas. Ich habe ja nur, weiß ich nicht, 5 bis 10 Produkte, deren Preise ich überwachen möchte und ja, informiert werden möchte, wenn der Preis irgendwie runtergegangen ist. Und an Infrastruktur oder User-Oberfläche soll es da eigentlich auch nichts weitergeben. Ich will einfach eine Mail bekommen, wenn ein Produkt im Preis runtergegangen ist. Zum Beispiel eben, was weiß ich, ich sehe irgendein neues Technikspielzeug, sag mir aber, 500 Euro will ich dafür nicht ausgeben. Aber was weiß ich, vielleicht für 200 Euro oder so ist es dann interessant. Ich habe es aber natürlich nur bei der Neuerscheinung gesehen. Und ja, der Preisüberwacher sagt mir dann irgendwann, jetzt ist aber der Preis gesenkt worden und vielleicht gebe ich dann das Geld dafür aus. Oder eben andere Sachen, keine Ahnung, irgendwelche Verbrauchsmaterialien, T-Shirts oder USB-Sticks oder sowas. Die kaufe ich immer wieder mal, weil sie entweder kaputt gehen oder ich sie verschenke oder irgendwas. Aber ja, da will ich eben auch über gute Angebote informiert werden von meinem Programm. Wie läuft das im Prinzip vom Prozess ab? Naja, ich habe also einen Webseiten-Scraper, der die Webseite abholt und irgendwo ablegt. Und dann ein Programm, was aus den abgelegten Webseiten halt die Preisinformationen oder sonstige Informationen rauszieht und die dann in der Datenbank ablegt. Und ja, dann eben noch irgendwelche Logik, die die Preise tatsächlich vergleicht zum zuletzt geholten Preis. Und genau, am Ende soll halt eine Mail rausfallen an mich. Als Module nehme ich zum Abholen der Webseitendaten Modulicious zusammen mit Minion und lege die Daten ab mit einem noch unveröffentlichten Modul HTTP Crawl Store. Falls jemand einen besseren Namen hat für ein Modul, was mehr oder minder einen HTTP-Request-Objekt nimmt und irgendwo ablegt, bin ich da sehr gerne für Anregungen offen. Nachher. genau, die Extraktion mache ich mittlerweile mit HTML Tree Builder libxml. Das ist quasi identisch zu HTML Tree Builder, nur dass es besser und schneller das HTML parst. Und die Ablage passiert halt in SQLite, weil ich zu faul bin, einen großen Datenbankserver aufzusetzen. Und ja, das Vergleichen passiert dann durch im Wesentlichen SQL. Und die Benachrichtigung passiert dann automatisch durch Cron, weil Cron schickt mir eine Mail, sobald meine Skripte irgendwas ausgeben. Ja, und in dem Vortrag geht es nur um diese beiden kleinen Teile des ganzen Verhaus. Nämlich darum, wie die Werte abgelegt werden und wie ich das SQL schreiben kann, um ja, mich über die Preisänderung zu informieren. Genau, der Fokus liegt also auf dem SQL. Ich hätte das Ganze natürlich auch in Perl schreiben können, weil so kompliziert ist die Logik jetzt nicht. Nimm dir den letzten Preis, guck dir den aktuellen Preis an. Wenn die sich unterscheiden, gib irgendwas aus. Aber ja, das wäre ja kein Spaß dabei. Und wie ich eingangs schon gesagt hatte, SQLite hat jetzt eben auch seit Version 3.25 den Support für Window Functions und das wollte ich halt unbedingt mal ausprobieren. Die Version von DBD SQLite ist die 1.62, die ihr installieren müsst, damit das funktioniert. Ja, gucken wir es uns also genauer an. Ich zitiere mal den Niklaus Wirth. Zeig mir deine Flowcharts und verstecke deine Datenstrukturen und ich verstehe gar nichts. Zeig mir deine Datenstrukturen und ich werde wahrscheinlich deine Flowcharts gar nicht brauchen, weil ich aus den Datenstrukturen eigentlich schon alles ableiten kann. Das finde ich trifft zwar nicht immer zu, weil es manchmal auch überraschende Sachen gibt, die man mit ganz einfachen Datenstrukturen machen kann, aber in dem Fall trifft das zu.
Meine Datenstruktur ist einfach eine dreispaltige Tabelle, in der ich einmal das Item speichere, also hier ein T-Shirt weiß, den Zeitstempel, wann ich die Information runtergeladen habe oder per wann diese Information gültig ist und der tatsächliche Wert, der Preis. Genau. Also erstmal eine sehr schlichte Datenstruktur. Zwei Spalten, die ich jetzt nicht gezeigt habe, die auch letzten Endes unwesentlich sind, solange man nicht auf der Fehlersuche ist. Sie ist einmal die URL, von wo diese Information kommt, und noch die Spalte Item Group, zu welcher Gruppe von Items das gehört. Was weiß ich, ich habe zum Beispiel mehrere USB- oder USB-Sticks von mehreren Herstellern, die aber alle 8 GB groß sind. Die möchte ich alle zu einer Betrachtung zusammenwerfen, weil mich interessiert natürlich, oder nicht natürlich, aber mich interessiert bei USB-Sticks eigentlich nicht, von welchem Hersteller die sind. Es ist eh Verbrauchsmaterial, und wenn ich mal eine schlechte Charge hatte, dann kommt eben dieser eine Hersteller auf die Blacklist. Aber ja, das heißt, es ist hinter der Item Group versteckt sich dann im Prinzip ein Anbieter auf Amazon oder ein Anbieter auf eBay, die ich aber alle unter einem Gegenstand, nämlich USB-Stick 8 GB, betrachten möchte. Genau. Was sind meine Regeln für diese Tabelle? Ich möchte eigentlich in diese Tabelle eben nur Daten einfügen, neue Zeilen einfügen, kein Update machen, dass sich irgendwie der aktuelle Preis in der Tabelle in dem Sinne wiederfindet, sondern ich möchte, wenn ich eine neue Preisinformation habe, einfach eine Zeile unten anhängen mit dem Datum und dem Preis, den ich gefunden habe. Genau, kein Update-Statement. Das erlaubt es mir nämlich, in der Zeit rückwärts auch zu reisen und mir den Zustand meiner Daten anzugucken zu einem bestimmten Zeitpunkt, um eben zu debuggen, was weiß ich, wie sah es denn am 7.1. oder so aus, die Welt für meine Programme. Beziehungsweise auch, wenn ich irgendwie ein paar Tage lang mich nicht um den Webscraper gekümmert habe, beziehungsweise um das Programm, was die Preise extrahiert. Und ich damit also eine Lücke in meiner Preishistorie habe, kann ich die nachträglich auch noch einfügen, indem ich das passende Datum und den passenden Preis dazu eben mit in die Tabelle anhänge. Damit schreibe ich natürlich ein bisschen die Vergangenheit um, aber eben in nicht destruktiver Weise. Und das macht es eben sehr viel einfacher, wenn entweder meine Internetverbindung mal für ein paar Tage nicht geklappt hat oder mein Scraper den falschen Preis rausgezogen hat, zum Beispiel die ganze Zeit das Porto genommen hat, statt irgendwie den eigentlichen Preis. Eben, ja, Fehlerbehebung ist viel leichter, wenn ich in der Zeit rückwärts reisen kann. Und eben auch die Programme damit rechnen oder nicht damit rechnen, dass es irgendwo einen aktuellen Zustand gibt, sondern immer danach schauen, was ist mein Referenzdatum und wie sieht die Historie bis zu meinem Referenzdatum heute aus. Ja, das ist der Perl-Workshop. Also möchte ich mindestens mal eine Zeile Perl zeigen. Das ist aber auch die einzige Zeile Perl, die ich zeige. Genau. Die Auswertung an sich ist im Prinzip einfach ein Select All Array Ref auf eben die Preistabelle und noch ein paar Hilfstabellen, aber ja, eben weitere Programmierlogik gibt es da nicht. Das liefert mir dann ein Array of Hashes zurück und die bei XRunSQL hat eine hübsche Methode, um eben genau ein Array von Hashes als Tabelle auszugeben und das ist dann auch schon die ganze tolle Programmlogik. Zumindest auf der Seite von Paul gewesen. Genau. Was macht für mich eine Preisänderung aus? Ich habe also zwei Zeilen zu zwei verschiedenen Daten in meiner Tabelle.
hier zum 4.1. und 5.1., nämlich einmal 10 Euro und einmal 11 Euro für das Produkt. Und die Preisänderung ist eben die Differenz zwischen 11 Euro und 10 Euro. Das heißt, der Preis ist zwischen diesen beiden Tagen um 1 Euro hochgegangen. Um das jetzt irgendwie in der Datenbank vernünftig abzubilden, muss ich also eine Zeile nach oben gucken. Na, da. Das heißt, für den 4.1., also genau, ich möchte die Preisänderung als neue Spalte eben bekommen. Und ja, dafür muss ich aber, um die Differenz zu bilden, irgendwie den Preis von einer Zeile vorher bekommen aus meiner Tabelle. Das heißt, für den 4.1. bekomme ich gar keinen vorhergegangenen Preis, weil es einfach gar keinen Preis gibt. Und dann für den 5.1. möchte ich eben die 10 vom Vortag und die 11 vom heutigen Tag haben. Und für den 7.1. möchte ich die 11 vom Vortag und die 5 vom heutigen Tag haben. Und halt, immer so weiter für alle Preise. Das ist mit dem, was ich bis vor, weiß ich nicht, März oder so, über SQL wusste, nicht so wirklich möglich. Oder alle Lösungen, die ich dafür gefunden hatte, waren echt hässlich, fand ich. Weil ich mit normalem SQL nur die Werte aus meiner aktuellen Zeile irgendwie bekommen kann. Das heißt, ich kann nicht irgendwie gucken, was war denn der Wert einer Zeile vorher, sondern ich muss mir die aktuelle Zeile mit komplizierteren Joins zusammenbauen, um irgendwie, ja, sowas wie eine Preisänderung oder wenigstens beide Preise in die Hand zu bekommen. Aber mit normalem SQL, also sprich Zugriff auf die Spalte Price, kriege ich wenigstens eben die 11 für den 5.1. und die 5 für den 7.1. Und mit Window Functions bekomme ich ziemlich wie in Excel auch Zugriff auf die Spalten nach oben und unten. Das heißt, ich kann mir auch den Wert der Spalte Price eine Zeile vor meiner aktuellen oder auch beliebig viele Zeilen vor meiner aktuellen Zeile geben lassen. Und damit habe ich dann tatsächlich alle Informationen, die ich brauche, um die Preisänderung als neue Spalte mir auch ja, auszurechnen. Genau, so sieht eine Window-Function oder die Verwendung einer Window-Function aus. Wir haben erstmal den Namen der Funktion, also hier in der abstrakten Syntax fn. Es gibt verschiedene Funktionen, die stelle ich gleich noch vor. Und danach kommt eben das Fenster, über welches diese Funktion ausgewertet werden soll. Einerseits die Fenstergrenzen, ab wo fängt ein neues Fenster an, sprich ab wo soll die Funktion erneut ausgewertet werden. Und die Reihenfolge der Zeilen für dieses Fenster in der Order-By-Klausel. In welcher Reihenfolge sollen die Zeilen denn angeordnet werden, damit sie, also für diese Funktion. Und das gucken wir uns jetzt mal an anhand der LEG-Funktion. Die LEG-Funktion, genau, bekommt zwei Parameter übergeben, einmal den Spaltennamen. Und eine Zahl, der Spaltenname ist der Name der Spalte, aus der wir einen Wert erhalten wollen. Und die Zahl ist die Anzahl der Zeilen, die wir nach oben gehen wollen, um den Wert zu ermitteln. Das heißt, die LEG Price, 1 wäre genau der Wert der Spalte Price, eine Zeile über der aktuellen Spalte. Und genau, so sieht dann das SQL aus. Und wenn wir es ausführen, liefert es uns auch tatsächlich die Werte, die wir wollen. Nämlich immer aus der
Zeile 1 drüber, hier für den 4.1. Der Preis 10 wird am 5.1. in der neuen Spalte LED von Price, 1 ausgegeben. Und für den 7.1. erhalten wir auch tatsächlich den Wert 11 an der Stelle. Weil ich eben in der Order-By-Klausel für dieses Fenster gesagt habe, ich möchte genauso nach der Spalte Retrieved sortieren lassen, wie ich es auch ja, im äußeren Order-By angegeben habe. Eben einfach in der Reihenfolge, wie die Sachen aus dem Web runtergeladen wurden. Diese Order-By-Klausel gilt speziell für diese Spalte beziehungsweise für die Leg-Funktion. Das heißt, ich kann auch hier in dem inneren Order-By nach etwas ganz anderem sortieren als das äußere Order-By des Select-Befehls macht. Das ist manchmal eine trickreiche Lösung, um ein Ergebnis zu bekommen. Manchmal ist es auch super verwirrend. Du hast eine Frage, ja? Genau. Genau. Ist ein sehr gutes Beispiel. Also würde ich jetzt nach allen Items suchen oder mir alle Items anzeigen lassen wollen, und zwar die, die sich in der letzten Woche am meisten geändert haben oder so, dann könnte ich im äußeren Order by des Select Statements nach der Preisdifferenz sortieren. Das Innere, die Ermittlung der Preisdifferenz würde dadurch nicht weiter beeinflusst. Genau. Genau, ich könnte auch nach dem niedrigsten Preis sortieren, zum Beispiel. Genau. Ja. Genau. In dem Beispiel hier ist das Order by eben identisch zu dem äußeren Order by. Wenn ich die Lag-Funktion erwähne, kann ich auch gleich noch die Lead-Funktion erwähnen. Die macht das Ganze genau andersrum, liefert den Preis, den späteren Preis aus der Tabelle. Also wo die Lag-Funktion nach oben schaut, schaut die Lead-Funktion nach unten in der Tabelle. Da bekommen wir eben für die erste Zeile in der Tabelle einen Wert und dafür hier für die 5 nicht, wenn es hier keine neue Preisinformation gibt. Und genau, Lead mit einer positiven Zeilennummer ist genau dasselbe wie Lag mit einer negativen Zeilennummer, sind also eigentlich nur zwei verschiedene Namen für eine und dieselbe Funktion. Gehe ich nach oben oder nach unten in der Tabelle, um mir andere Werte liefern zu lassen. Neben den beiden gibt es noch lustige andere Aggregatsfunktionen, die man als Window Functions verwenden kann. Zum Beispiel Count. Damit kann ich mir pro Fenster die Anzahl der gefundenen Zeilen geben lassen. Das ist zum Beispiel interessant, wenn ich wissen will, pro Item, wie viele Preisinformationen habe ich denn, ohne dass ich dazu extra ein Group By aufmachen muss. Oder das Minimum oder Maximum. Das heißt, ich kann mir, wenn ich ein Preisfenster von 5 Tagen oder so habe, kann ich mir jeweils den innerhalb dieser 5 Tage niedrigsten Preis oder höchsten Preis bequem ermitteln. Die Sum-Function ist jetzt für irgendwie so eine Zeitreihe nicht so interessant, aber wenn ich andersrum denke und sage, ich möchte mir diesen Warenkorb von, sagen wir, 10 Items irgendwann mal komplett kaufen an einem Tag, dann wäre es sinnvoll oder könnte ich eben quasi mein Gesamtbudget über die Sum-Funktion ermitteln. Dafür muss ich aber dann die Fenstergrenze umstellen, nicht mehr pro Item die Fenstergrenze, sondern pro Kalendertag die Fenstergrenze aufmachen. Damit könnte ich ja das machen und genau, Average
der Durchschnittspreis über die letzten 5 Tage oder in diesem Betrachtungszeitraum oder so. Damit kann man schon lustige Sachen machen, ohne dass man extra ein Group-Buy-Statement für sowas aufmachen muss. Es gibt aber eben auch noch lustige Metadaten, auf die ich Zugriff bekomme. Die Rank-Funktion, die gibt mir quasi die Zeilennummer der aktuellen Zeile in der Ergebnismenge zurück. Das heißt, ich kann zwar nicht feststellen, bin ich die letzte Zeile, weil ich nicht unbedingt weiß, wie viele Zeilen gibt es denn insgesamt. Aber ich kann wenigstens feststellen, bin ich die erste Zeile. Und je nach Sortierreihenfolge kann ich damit auch wechseln zwischen erster und letzter Zeile, indem ich einfach die Sortierordnung umdrehe und nicht aufsteigend, sondern absteigend sortiere. Der Unterschied zwischen Rank und Dense Rank ist, die Rank-Funktion überspringt Platzierungen, wenn es im Prinzip 2 Zeilen gibt, die auf der ersten oder zweiten Stelle stehen, dann bekommen diese beiden Zeilen, wenn sie nach den Vergleichskriterien identisch positioniert sind, zum Beispiel den Platz 1. Und der nächste vergebene Platz kriegt dann die Nummer 3. Das ist manchmal das, was man will. In anderen Situationen ist die Dense Rank-Funktion interessanter. Die vergibt eben alle Positionen ganz eng hintereinander weg. Das heißt, auf die Position 1 folgt immer die Position 2. Eine Frage? Genau, das, also Rank und Dense Rank, na, wo habe ich die? Da. Der Rank und Dense Rank wird nach dieser inneren Order-By-Klausel bestimmt. Das heißt, wenn ich jetzt tatsächlich 2 Preisinformationen zum selben Retrieved-Datum habe, dann landen die auf derselben Position. Das bedeutet, dass ich den Dense Rank, wenn das Order-By zu grob ist, bringt das nicht. Und damit sind wir auch schon beim zweiten Teil der Partition-By-Klausel. Wenn ich zum Beispiel nur nach eben dem Abholdatum, also Retrieved, sortieren möchte pro Item, ich aber eben eigentlich das Abholdatum pro Item ermitteln möchte, möchte ich eben, dass die Retrieved-Funktion wieder neu anfängt zu zählen, wenn ein neues Item anfängt. Und dafür ist die Partition-By-Klausel da. Die sagt mir nämlich, oder sagt dem SQL, wo fängt das Fenster an und wo hört es auf, über das die Fensterfunktion selber dann arbeiten darf. Als Beispiel möchte ich den aktuellen, also den aktuellsten Preis für jedes Item ermitteln. Das ist im Prinzip ganz einfach. Ich füge die Rank-Funktion in mein SQL ein, was einfach alle Preise ermittelt und bekomme damit hier hinten die neue Spalte POS, die erstmal auch relativ interessant aussieht. Ich habe hier zumindest für das weiße Shirt am 11.01. die Position 1. Das ist gut, weil der 11.01. ist auch das aktuellste Datum, was ich habe. Aber leider, leider, für das schwarze Shirt kriege ich hier die Position 2, weil es das Datum 6.01. hat. Und am 6.01. habe ich auch noch ein weißes Shirt gehabt. Und das hat auch die Position 2 bekommen. Eben, weil das Datum für beide gleich ist. Und was ich jetzt machen muss, ist, oder genau, ich habe eben hier zweimal die Position 2 und zweimal die Position 4. Die Position 3 gibt es gar nicht. Das ist nicht das, was ich möchte. Deswegen muss ich Partition by Item noch einführen, eben um dem SQL zu sagen, jedes Mal, wenn eine neue Gruppe von Items anfängt, fangen wieder neu an zu zählen. Und wenn ich das mache, bekomme ich tatsächlich die harte Grenze, die ich möchte. Das weiße Shirt
hat seine letzte Preisinformation am 11.01. erhalten mit 11 Euro hier im Beispiel. Und das schwarze Shirt hat am 6.01. die letzte Information mit 6 Euro erhalten. Und die Position ist für beide 1, sodass ich die jeweils aktuellste Zeile pro Item bequem ermitteln kann. Nein, das Rank hat keinen Spaltennamen im Gegensatz zur Leg-Funktion. Genau, weil das Rank quasi hier diese unsichtbare Zeilennummer zählt. Also das ist in dem Sinne keine Spalte und die Rank-Funktion bezieht sich auch nicht auf eine Spalte, sondern hier auf den Order-By-Ausdruck, nach welchen Spalten du alles sortiert hast. Genau. Und was man hier auch noch ganz lustig sieht, hier unten habe ich nach Item und dem Abholzeitstempel sortiert. Das heißt eben hier alphabetisch kleinste Item steht oben und dann kommt das alphabetisch größte Item. Und innerhalb der jeweiligen Items nach dem Abholzeitstempel. Aber die Rank-Funktion sortiert nach dem Abholzeitstempel absteigend, sodass der allerneueste, allergrößte Abholzeitstempel auf Position 1 stehen wird. Jens. Vielleicht anders formuliert. Also ich habe halt die Dokumentation sagt, Rank arbeitet auf der jeweiligen Gruppierung. Genau, wobei ich den Begriff Gruppierung ein bisschen ungeschickt finde. Auf dem aktuellen Fenster arbeitet Rank. Genau, das ist, genau. Und darum ist das Rank so eigentlich Rank, ne? Weil danach definierst du. Ich möchte hier ja eben genau absteigend dieses Fenster sortiert haben, ganz genau. Genau. Und ja, um jetzt zurück zu unserem Ziel zu kommen und eigentlich nur die jeweils erste Zeile zu erwischen, brauchen wir ja nur noch in der Where-Klausel eine Abfrage darauf einzuführen, dass eben unsere neue Spalte POS gleich 1 ist. So einfach ist es leider nicht, weil die Window-Funktion einen kleinen, aber hässlichen Nachteil haben. Sie werden erst nach der Having-Klausel ausgewertet. Das heißt, sie sind in einem normalen nicht verfügbar. Hässlich. Aber man kann jedes Problem lösen, indem man ein weiteres Layer drüber stülpt. Das heißt, wir machen einen Subselect um das innere Select drumherum. Select Sternchen from unserem eigentlichen Select mit der schönen Rank-Funktion. Und mit diesem Subselect haben wir dann die Spalte POS mit ihrem Namen und können jetzt auch tatsächlich unsere Klausel where POS gleich 1 dranhängen. Und siehe da, es bleiben tatsächlich nur die beiden Zeilen übrig, um die es ging. Nämlich das jeweilige Item mit seinem jeweiligen aktuellsten Datum und dem Preis. Und okay, auch noch die Spalte, in der die 1 drin steht, der Vollständigkeit halber. Ja. Das geht auch nicht. Nee, also oder ich war zu dumm, um die Syntax rauszufinden, wie man die Rank-Funktion in die Where-Klausel schreibt. Und ich fürchte, es geht einfach nicht und ist von den Göttern des SQL so nicht gewollt. Nee. Du hast mit Rank die Spalte definiert und diese kannst du dann in der Where-Klausel abfrühstücken. Anders geht es auch nicht. Nee, was ich gemacht habe, ist, ich habe im inneren Select die Spalte definiert und dann ein äußeres Select drumherum gemacht und nur im äußeren Select habe ich den Namen. Psst.
Es ist ja schön, dass du mitdenkst, Jens. Es ist schön, dass du die Zusammenfassung des Blogs siehst. Nein, der ist noch gar nicht online. Genau, also mit Window Functions bekommen wir eben Zugriff auf andere Zeilen der Ergebnismenge und können da eben nach oben bzw. nach unten mit der Lag- und Lead-Funktion schauen und kriegen eben auch Zugang zu den Metadaten, sprich eben die wievielte Zeile bin ich denn? Jetzt fällt mir eine super perverse Idee ein, damit kann man also auch Zeilen immer abwechselnd zebraartig einfärben oder die passende Information an sein Templating-System weitergeben. Dies ist eine gerade Zeile und dies ist eine ungerade Zeile. Ja. Ich habe es nur mal in den Raum geworfen. Es gibt sicher auch andere Möglichkeiten, was man damit machen kann. Genau, eben mit der Count- und Rank-Funktion. Genau, und man kann eben ja die Fenster auch interessant und geschickt gestalten. Also man kann auch, das habe ich jetzt nicht gezeigt, nur die letzten fünf oder die nächsten fünf Zeilen in so ein Fenster mit einbeziehen. Was leider nicht geht, ist, noch ein Kriterium dran zu hängen, über alle Werte, also macht das Fenster nur über alle Werte, die sich 10% vom aktuellen Wert unterscheiden oder sowas. Das geht nicht, sondern man muss immer eine fixe Zeilenzahl angeben. So ist es, aber ich bin schon sehr zufrieden mit dem, was man damit schon alles anstellen kann. Der Jens hat schon vorweggenommen. Common Table Expressions. Ja, okay, aber rein thematisch sind wir jetzt da angekommen. Genau, ich möchte alle Preise für alle Produkte mir anzeigen lassen aus der letzten Woche. Und wenn ein Produkt keinen Preis hatte letzte Woche, möchte ich das Produkt trotzdem genannt bekommen, aber halt eine Leerzeile für die Preise. Das ist dann ein Hinweis darauf, dass es das Produkt entweder so nicht mehr gibt oder dass mein Webscraper nicht mehr mit den Änderungen der Webseite zurechtkommt. Deswegen ist die Information schon wichtig für mich. Genau, alle Produkte zu erhalten ist nicht so schwierig. Select Distinct Item from Prices liefert mir alle Produkte, die ich in meiner Preistabelle jemals drin hatte. Und alle Preise in der letzten Woche ist auch nicht so schwer. Ich selektiere einfach mit einer Where-Klausel, wo das Retrieved-Datum vor einer Woche ist, oder ich nehme die passende Datumsfunktion meiner Datenbank. SQLite hat nicht so richtig tolle Datumsfunktionen, deswegen mache ich das in Paar. Aber genau. Aber wie bringe ich jetzt diese beiden Select-Statements zusammen? Mit einem Left-Join, im Prinzip richtig, aber was will ich denn zusammenjoinen? Ich könnte es also machen über temporäre Tabellen oder Views, aber ich finde temporäre Tabellen und Views, also manchmal sind sie ungeheuer praktisch, aber während der Entwicklung ist es immer mühsam. Ich bekomme nicht das richtige Ergebnis in meinem SQL. Liegt jetzt daran, dass ich den View nicht aktualisiert habe oder noch irgendeinen Fehler drin habe. Und bei temporären Tabellen genauso. Ich könnte es auch in Subselects packen, so wie ich es schon gezeigt habe. Aber ich finde Subselects, zumindest wenn sie dann mittendrin in meiner Abfrage stehen, hässlich. Und deswegen finde ich Common Table Expressions ungeheuer schön. Ja, in dem Fall wäre auch noch ein Self-Join gegangen. Ich hätte noch ein Group-By-Statement dazu tun müssen, dann wäre es nicht mehr so schön gegangen. Stimmt in dem Fall. Genau. Und zwar mit der Syntax with, dann dem neuen temporären Namen, den ich deklarieren möchte, as, und dann innen drin das Select, was ich eben jetzt mit einem neuen Namen versehen möchte für mein SQL-Statement. Und dann
kann ich eben außerhalb dieser With-Deklaration von aus diesem temporären Namen herausselektieren oder das auch in Joins weiterverwenden. Und das Schöne ist, ich kann auch hier drin ein Group-By-Statement oder also eine Group-By-Klausel oder andere Sachen haben. Jens? Ich meine mich zu erinnern, du kannst den mit meinem Leben sogar den, ja. geben, damit das genau. nicht so irgendwie durch die Select zufällig bestimmt wird, sondern genau, also was Jens sagt, genau, die Spalten in dieser Common Table Expression My Name haben hier in meinem Beispiel die gleichen Namen, wie sie das innere Select vergeben hat. Aber ich kann auch, das habe ich hier jetzt leider nicht gemacht, explizit neue Namen in dieser Deklaration vergeben. Ja, was es manchmal vielleicht einfach klarer macht, wenn ich irgendwie hier noch eine Union drin habe mit verschiedenen Spaltennamen und sonstigem hässlichem Zeug. Oder Formeln, genau. Das ja. Genau, der. Genau. Und genau, wie sieht das dann in der Praxis aus? Ich habe mein Select Distinct Item from Prices. Das packe ich eben in so eine Common Table Expression, CTE. Und dann kann ich die Spalten hier unten in dem Select einfach raus selektieren. Ja, hier habe ich tatsächlich mal die Syntax verwendet mit einem neuen Spaltennamen, aber es fehlen, da ist ein Syntaxfehler drin, es fehlen die beiden anderen Spalten. Ah nein, mein Select Distinct hat nur die eine Spalte Item, insofern ist es hier oben sogar alles richtig. Ich habe den Namen Products vergeben und deswegen kann ich hier unten aus einer neuen Tabelle namens Products selektieren und genauso eben den aktuellen Preis zu ermitteln, selektiere ich eben den aktuellen Preis und den gesamten Rest aus meiner Preistabelle und nenne das die letzte Woche. Nee, genau, wieso? Gut, ich muss zugeben, ich weiß gar nicht, warum ich hier noch diese Rank-Funktion drin habe. Aber damit habe ich hier unten im Join dann einen relativ lesbaren Join, der eben aus der Tabelle oder aus dem Namen Products und dem Namen Last Week die beiden zusammenjoint und daraus dann selektiert. Und das finde ich schöner, meine Datenmengen eben schrittweise zu deklarieren und dann unten aus den bereits deklarierten Sachen zu selektieren, als das Ganze eben mit verschiedenen Subselects und Namensvergebungen so durcheinander zu mischen. Finde ich schön. Darf man auch anderer Meinung sein? Ja. Ich benutze es immer dann, wenn ich so einen Konstrukt, so einen Subselect, genau. Genau, also das. Entweder in diesem Fall, also bei dem Beispiel jetzt, wäre Formsieben und normalisiertes Datenmodell eine bessere Lösung gewesen. Also die Tabelle, die Codex hat schon drinstehen. Ja, genau. Also ein normalisiertes Datenmodell. Kenne ich auch. Für dieses Beispiel habe ich das nicht gemacht. Und ich sehe, ich bin schon über der Zeit. Deswegen fasse ich es nochmal ganz schnell zusammen. Konzeptionell sind CTEs einfach nur Inline-Views. Das heißt, alles, was man mit einem View machen kann, kann man auch direkt in das SQL-Statement stecken und umgekehrt. Damit kann man sein SQL etwas modularer machen und temporäre Tabellen oder Views eliminieren. Man hat natürlich den Nachteil, die Datenbank bekommt gar keine Chance, sich irgendwelche Statistiken zu überlegen oder aufzubauen zu Tabellen, von denen die Datenbank weiß, da liegt ein View drauf. Nicht, dass ich das bei Datenbanken kenne, dass die proaktiv gucken, was habe ich für Views, wie kann ich die kompilieren. Aber wenn eine Datenbank sowas macht, nimmt man
der Datenbank die Möglichkeit, wenn man die Informationen halt oder diese Metainformationen nur in einer CTI versteckt. Genau, und wofür sie eben ungeheuer praktisch sind, die CTEs, ist immer, wenn man irgendwie eine Datenmenge hat, die man an zwei Stellen oder mehr Stellen in seinem SQL-Befehl verwenden möchte, dann kann man das vorneweg deklarieren und dann einfach als die jeweilige Tabelle dran joinen. Jens? Das ist zumindest bei der SQLite, die du verwendet hast, kann man in CTEs Callback-Funktionen oder sowas verwenden, in Views aber nicht. Oh, okay. Das ist schön. Also das wusste ich nicht, dass Callback-Funktionen in Views nicht funktionieren, aber in CTEs, ja. Die Callback-Funktion wird in SQLite quasi dynamisch geladen. Ja. Ach so, stimmt. Und da ist natürlich, ja, da ist der View ja, also der View kann nicht kompiliert werden. Ja, genau. Genau, da hinten noch, ja. Habe ich mir für einen zukünftigen Talk aufgehoben. Also wenn man irgendwie SQL-Bäume oder Bäume mit SQL verwenden will, sind CTEs super cool, weil man damit auch rekursiv innerhalb der CTE auf die CTE selber referenzieren darf. Ganz kurz noch zur Performance. Postgres ist da definiert, der Außenseiter. Postgres optimiert CTEs nicht über CTE-Grenzen hinweg. Das heißt, wenn ich meine Where-Klausel nur im äußersten Select drin stehen habe, bekommen die inneren CTEs keinerlei Informationen darüber und gehen wahrscheinlich über die gesamte Tabelle. Das ist ein bisschen hässlich. Aber Sie haben es so dokumentiert, insofern kann man Ihnen da keinen Vorwurf machen. Für SQLite wird, soweit ich es rausfinden konnte, der identische Queryplan erstellt, ob ich jetzt CTEs verwende oder nicht. Und bei SubIQ bin ich nicht ganz durchgestiegen durch den Plan. Genau, das war's. Ich hoffe, es hat euch interessiert und ein bisschen unterhalten. Für Fragen möchte ich mir draußen Zeit nehmen. Genau, und die Slides dazu lade ich irgendwie heute Abend noch hoch. Vielen Dank.